Hey yo, was geht so liebe Leute? Ich bin Crush49 und begrüße euch nun zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Und nein, es ist kein Scherz, kein Clickbait, ihr seht es richtig. Wir starten durch mit den kontroversesten und einem der unbeliebtesten Sonic-Fan-Games überhaupt, Sonic Omens. Seit 2020 wurde da schon die erste Demo von diesem Spiel, bekannt als Sonic 2020. Ja. Sehr originell, aber ja. Erstellt von einem russischen Entwickler Alex Bolt oder Alex Dimitriev Bolt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und von damals noch bekannt als das Mania Team. Und nein, das ist nicht das Sonic Mania Team, das offizielle. Sie hatten sich nur damals so genannt, bevor sie sich jetzt zu Ouroboros Studios umbenannt haben. Es war ein Fangame, das erstmals drei Level beinhaltete und sowohl mit Sonic als auch mit Shadow spielbar war. Und das ist natürlich, das gilt bis heute noch so. Naja, mit einem feinen Unterschied, aber. Ja, dazu komme ich jetzt. Es sah wirklich sehr beeindruckend aus, weil es läuft nämlich über die Infinity Engine, eine Fan-Engine, die wirklich grafisch bislang die Fangames am besten, also am besten Fangames, also grafisch am besten aussieht für Fangame-Verhältnisse. Und auch ziemlich gut mit schon damaligen AAA in Sachen grafischen Aussehen wirklich gut mithalten konnte. Jedoch ist das Problem, dass die Infinity Engine leider Gottes in vielerlei Hinsicht immer noch bis heute wahrscheinlich sogar noch recht unfertig ist und auch gleichzeitig sehr einige besonders spielbrechende Bugs beinhaltete. Und deswegen war das für mich auch persönlich meine schlechteste Engine, weil ich musste das ja auch erfahren mit mindestens einem Sonic Amateur Games Expo Titel, welcher auch über die Infinity Engine lief. Und es hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt, es sah wirklich beeindruckend aus. Aber wenn man es selber spielt, dann hat man schon von vornherein festgestellt, Aussehen ist nicht alles. Das hat sich wirklich nicht. Es hat sich zwar dezent gesteuert, aber das Leveldesign war wirklich nicht sehr gut. Es kam dann später noch eine weitere Demo raus, die noch zusätzliche. Welche noch. Shadowic, drei weitere Shadow-exzessive Level beinhaltete mit zwei weiteren Stages und einem Boss. Das kam natürlich auch nicht so gut an, aber die Entwicklung wurde trotzdem weiter vorangetrieben. Es wurde nämlich von einem russischen Team entwickelt. Und der Hauptentwickler war ist bekannt unter dem Namen Alex Dimitriev Bolt. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, aber ja. Kann natürlich kein Russisch, also weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Und das damalige Entwicklerteam hieß damals noch Mania Team. Aber es war natürlich nicht das Team hinter Sonic Mania. Sie hat einfach nur den Namen, bevor sie sich in Ouroboros Studios umbenannt haben. Ich glaube aber, dass da auch andere Entwickler eingestellt worden sind. Es kam aber auch zu einer extremen Kontroverse in der Hinsicht, dass das Spiel nämlich auch eine, wenn auch optionale Monetarisierung drin hatte. Aber selbst optional ist es illegal, weil es nämlich ein Fangame von einer offiziellen IP ist. Und ja, die darf man natürlich auf keinster Weise monetarisieren, vielleicht höchstens über YouTube-Videos
Aber über Patreon, wo man nämlich exklusive Footage, in, also exklusive Footages und Assets hinzugefügt hat, die natürlich im vollen Gratis-Spiel, also in schon damaligen vollen Gratis, fertigen Gratis-Demos und auch jetzt im Gratis-Spiel von vornherein schon drin waren, aber es gab exklusiven Überblick darauf in Patreon und die und das musste man, und das war natürlich hinter einer Paywall, und wie gesagt, das ist natürlich, egal wie viel man dabei verdient, extremst illegal, weil das nämlich, ja, weil wir wissen ja, wie gesagt, das ist eine IP und da sind Assets von einer Original-IP mittendrin, weshalb, ja, weshalb das natürlich nicht gut in der Fangemeinschaft angekommen ist. Es heißt zwar, Sega hätte jetzt einen, besonders die Social Media Managerin Katie, hat jetzt eigentlich einen, würde das jetzt im Auge behalten und ja. Noch dazu hätten sie eigentlich diese Patreon-Geschichte wieder abgemildert. Und deswegen hat man ihnen nochmal eine. Deswegen hat man ihnen dann nochmal eine Chance gegeben. Sie haben dann die Entwicklung weiter vorangetrieben. Haben dann noch an weiteren Leveln gearbeitet. Wo sie auch schon die ersten beiden Episoden mit jeweils zwei Stages und zwei Bossen hinzugefügt haben. Und dann schließlich 2022 kam die erste Vollversion raus. Welche noch zusätzliche muss man gut überlegen, dass ich das auch, das auch richtig wiedergebe. Wie viele Episoden kann man noch? Also nach den ersten vier Episoden kamen dann, ich glaube, weitere drei Episoden auch wieder raus und diese beinhalten auch einige Stages und auch einige Bosse. Aber dann kam eine weitere Kontroverse raus. Nicht nur, dass unter den Entwicklern anscheinend nicht, dass sogar die einige Mitentwickler selbst nicht wirklich gut behandelt wurden, weil einer der Synchronsprecher, zum Beispiel der Synchronsprecher für Eggman, dieser ist nämlich ein russischer YouTube-Reviewer, der hat auch das Spiel gespielt an einem Stream und hat sich so extremst aufgeregt. Seine Teamkameraden waren natürlich mit dabei und haben sich nur über ihn lustig gemacht dabei, weil er hat eigentlich gerechtfertigt gesagt, dass das zu Recht Ärgernis gehabt, weil das Spiel einfach nicht gut, im Großen und Ganzen nicht wirklich gut designt war, denn ja, es ist ja schon das Problem gewesen. Das Spiel war halt nicht wirklich so extrem gut designt, leveltechnisch, teilweise in der Steuerung und auch es soll auch ein Soundtrack dazwischen zu sehr einen Soundtrack von einem Cars, Disneys Cars Spiel ähneln und es war einfach nur ein frustrierend Design bis zum geht nicht mehr. Ich selbst hatte ja schon mit den ersten Demos wirklich zu viel Frustration, aber die größte Kontroverse war erst, ja, dass nämlich bei einem gewissen minderjährigen Charakter, welcher hier vorbeikommt, tatsächlich bei den Model haben dann nämlich Data Miner gefunden, dass es ein Kleidungsstück beinhaltet, das ein bisschen, das diesen minderjährigen Charakter ein bisschen sexualisiert, und ja, das hat wirklich die größte Kontroverse überhaupt herausgebracht und wirklich erst recht gegen das Entwicklerteam
hat erst recht wirklich den Entwicklern ziemlichen Schaden zugefügt. Natürlich haben sie darauf Antwort gegeben, wie zum Beispiel, dass sie sich immer gerne mal generell über einen lustig machen. Sie blieben trotzdem Freunde dieser einen Situation. Und auch der Grund, warum dieses Kleidungsstück hinzugefügt worden ist, ist, dass es nämlich von einer ukrainischen Entwicklerin, weil ja, sie haben auch mit, natürlich auch mit Ukrainern, also mit einer Ukrainerin zusammengearbeitet, zum Beispiel. Und dieses soll nämlich. Das hat sie nämlich selbst hinzugefügt als Anspielung auf ihre eigene Kindheit, weil sie auch in Teenagerjahren dieses Kleidungsstück getragen hat, weil sie nämlich in einer Teenagerphase, also praktisch Anspielung an ihre Teenagerphase damals war. Es war halt nur eine Teenagerphase und deswegen hat sie das in diesen, ja, und einfach nur als edgy Witz hinzugefügt. Und davon sollten angeblich die Entwickler nicht wirklich gewusst haben. Ich meine, ich bin natürlich kein Programmierer, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt legit ist oder nicht. Aber fest steht, es war nicht, anscheinend war es laut den Entwicklern unbeabsichtigt hinzugefügt worden. Ich glaube auch jetzt in der aktuellen Variante haben sie es entfernt, denn was wir nämlich spielen, ist nämlich eine 3-Jahres-Special-Variante, die seit Anfang des Jahres herausgekommen ist. Diese sollen natürlich auch so viele Bugs und Glitches wie nur möglich gefixt haben, weil ja, auch die volle Variante hat ein bisschen zu viel, auch teilweise wirklich spielbrechende Bugs. Ich musste das selber auch erfahren, als ich die volle Variante einmal durchgespielt habe, dass ich beim Final Boss, nachdem ich endlich mal die erste Phase geschafft habe, dann plötzlich während der Cutscene Leben verloren habe und dann einfach wieder der Kampf nochmal von vorne begann. Ich, was? Oh. Ach ja, und auch was auch generell kontrovers war, ist, dass die Entwickler natürlich auch nicht gerade sehr sozial sein sollten und auch wirklich Kritik gegen sie immer wieder ignoriert oder gelöscht haben, dass sie auf nur wenig Kritik, zu wenig Kritik eingegangen worden seien. Naja. Aber wie gesagt, es soll wirklich so viele Bugs und Glitches wie nur möglich gefixt haben, weil andere haben natürlich deutlich mehr Bugs gehabt, die ich jetzt bei meinen Durchspielen nicht gehabt habe. Und auch einige Bosskämpfe besser machen, einige Cutscenes oder ein, zwei Cutscenes fixen, weil es gab nämlich auch bei einem der finalen Cutscenes gab es nämlich auch leider Gottes eine verbuggte Kamera, die leider Gottes eine falsche Ansicht gegeben hat. Also die Position der Kamera war, also oder was auch immer, es war einfach auf jeden Fall in der falschen Position drin. Und das soll auch gefixt worden sein. Deswegen dachte ich mir, ja, ich gebe dir nochmal eine Chance, weil auch, man kann sagen, was man will über die Entwickler, es ist ja ohnehin ein gratis Fangame und auch, auch wenn sie wahrscheinlich immer noch so eine Art, anscheinend immer noch so illegale Monetarisierungsgeschichten machen, das Spiel an sich ist nicht verwerflich, weil man kann hierbei wirklich zwischen Künstler und der Kunst unterscheiden und wer weiß, vielleicht haben sie zumindest halt, vielleicht ist es dann doch gar nicht so schlecht, wie ich es glaube, also vielleicht ist dann dadurch das Spiel doch noch gut genug geworden, dass es zumindest ja, dass man halbwegs daran Spaß haben kann, weil es ist natürlich nicht verwerflich, wenn man damit Spaß hat und das soll natürlich auch nicht sein. Und wie gesagt, wenn das Spiel immer noch nicht gut wäre, weil ich spiele normalerweise nur was, auf was ich Bock habe, aber sollte das Spiel nach wie vor immer noch nicht gut für mich sein, dann werdet ihr wenigstens durch meine Rages unterhalten, weil ich meine, die habt ihr auch Unterhaltung bekommen durch meine Let's Show Videos. Die habe ich ja natürlich wieder öffentlich gemacht, weil die hatte ich zuerst privat gemacht, nachdem diese kontroversen Sachen in die Öffentlichkeit geraten ist. Aber ich dachte mir, okay, ich habe es mir nochmal überlegt und habe beschlossen, es nochmal mit euch durchzuspielen, der neuesten Variante, die angeblich so jetzt gefixte Variante sein soll und die endgültige Variante. Download-Link in der Videobeschreibung und ja, wie gesagt, das ist ja alles, das ist immer noch gratis und hier kann man zwischen Künstler und Kunstwerk unterscheiden, weil wenn ihr daran interessiert wärt, dann könnt ihr es jederzeit auschecken. So, und jetzt wird es endlich Zeit, nach dieser ewig langen Trivia starten wir durch mit einem neuen
Spiel. Und das sind hier alle Episoden, die bereits, also alle Episoden, die jetzt in dieser vollen Variante zur Verfügung stehen. Wir starten natürlich durch mit Episode 1, The Breakthrough. Und ab geht das! Sonic, have you heard the news? Here, listen to this. Professor Robotnik, also known as Eggman, captured the Chaos Emerald. Again, no one knows why, but at this time, the emerald was stolen from the New Gaia Temple in the Cold Ruins. What other madness will come to his mind is not known. GON agents. Well, finally. I thought that he would last at least a month without his villainous plans. Come on, let's go, Tails. I think it's time we made a visit to our mustache friend. My sensors picked up strange activity at an abandoned Eggman outpost not far from here. I thought it was another gun investigation, so I didn't pay much attention. But then I suddenly lost communication with all of the sensors on the island. I'm sure Eggman has something to do with it. We should go investigate the old Eggman Tower. Come on, Sonic! All right. Go on ahead. I'll catch up with you. So, und da starten wir durch mit der ersten Stage, Wellspring. Warte. Hey, ich habe das noch gar nicht zu Ende gehört. Hier nochmal diese Spotify-Anspielung, Modify. Ja, man merkt schon, es sieht wirklich schon beeindruckend aus, also grafisch. Aber das ist auch die Infinity Engine, die das ermöglicht. Aber ja, die Story... Es soll nach den Ereignissen... Achso, ich muss da runter, damit ich das hören kann. Hey, Tails! Have you finished preparing the Hyper Tornado? I sure could use a nap. She isn't ready yet. In the meantime, I suggest warming up. The frequent naps and chili dog contests have made you gain a few pounds. I could use the cardio. I'll see what's going on with the sensors up near the cliff and wait for you at the wellspring. Hey Tails, try not to be late. Okay, werden wir jetzt mal durchstarten, wie erstmal ist die Steuerung. Ich nutze nämlich einen Xbox-Controller für, was auch klar ist, also auch Standard für PC-Spiele, für meine Verhältnisse. Also springen, wir haben einen Doppelsprung mit A-Knopf, B-Knopf können wir stampfen. Mit X-Knopf können wir hier die Kameraperspektive ändern. Also können wir hier ein bisschen anziehen. Ich denke, das ist auch eher besser für Shadow. Aber dazu dann später mehr. Mit dem RT-Knopf können wir boosten. Und mit LB und RB können wir jeweils den Quickstep machen. Ready? Und mit LT können wir hier den... Boah, wie nennt man nochmal diese Technik? Die ist jedenfalls aus Sonic Adventure 1. Mit Y können wir hier den Lichtgeschwindigkeitssprint machen. Es spielt sich halt wie eine Mischung aus Adventure-Formular und Boost-Formular. Das allerdings kann leider zu einer kleinen Identitätskrise führen. Weil... das Spiel teilweise nicht so designed war, so dass es, oder immer noch designed ist, dass es wirklich auf alle Gameplay-Elemente richtig gut, richtig gut eingeht, richtig gut eingeht und es eher teilweise situationsbedingt macht. Oh, shit.
Wollte den roten Ring noch holen. Hier gibt es nämlich auch rote Ringe. Bis zu 5 an der Zahl. Wie komme ich da irgendwie noch hoch? Wie komme ich da am besten hoch? Oh. Bekommen wir noch eine Ringbox. Also wenn man LT in der Luft verwendet, kann man den Bounce-Sprung machen. Auch aus Sonic Adventure eine Technik, also aus der Adventure-Reihe. Ich weiß nicht mehr, wenn man diese LT, also diese Technik, die noch meinen, die stammt auch aus den allerersten Sonic Adventure. Dort konnte man auch nur damit exzessiv den Lichtgeschwindigkeitssprint einsetzen. Es war halt der alte Lightspeed Dash. Das ist jetzt eher eine spezielle Homing Attack, die mehrere Gegner auf einmal anvisiert. Das ist jetzt die neue Funktion dieser, also das ist jetzt diese Funktion von dieser Technik hier. Boah, wie komme ich denn da? Verdammt nochmal. Ich würde gerne in den roten Ring rankommen. Ich weiß nicht, wie ich da... Vielleicht geht es von... Los! Hoppala! Ja, ich verbringe jetzt etwas Zeit hier mit... Dass ich da... Ich komme einfach nicht hoch. Scheiß drauf. Vielleicht... oder vielleicht bekomme ich hier etwas... Vielleicht kann ich es von hier aus schaffen? Nee, come on! Schade. Vielleicht brauche ich jetzt auch etwas mehr Boost. Jetzt habe ich wieder etwas Energie. Vielleicht geht das damit. Mit einem Boost. Ja, jetzt bin ich drauf. Jetzt geht. Jetzt hat es geklappt. Die roten Ringe sind nämlich dafür da, dass man einen, einen Textlog von Chris Foundike frei... schalten kann und den dann durchlesen, also in den er unter Extras durchlesen kann. Ja, Chris Foundike aus Sonic X hat hier nämlich auch eine Rolle, denn jetzt will ich erstmal jetzt wird es eigentlich mal Zeit, dass ich euch die Story von diesem Spiel mal erläutere, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Dieses spielt nämlich nach den Ereignissen von Sonic Unleashed und soll erklären, warum die Chaos Emeralds nicht mehr so viel Relevanz gefunden haben nach, also im Verlauf der Meta-Ära. Weil, ich meine, gut, sie hatten in Sonic Generations Relevanz gefunden. Es spielt nämlich hier vor den Ereignissen von Sonic Colors. Aber da frage ich mich, in welcher... Wo dann genau, bitteschön... What the? Okay, das ist ich dachte jetzt, dass ich jetzt irgendwie Feuer gelegt habe oder was auch immer, aber so verschwindet jedenfalls alles. Das ist schon mal ein ziemlich interessanter Effekt. So, und ja, den roten Ring habe ich schon mal dazwischen gefunden. Es spielt nämlich, wie gesagt, nach den Ereignissen von Sonic Unleashed, soll zu Sonic Colors vor Sonic Colors und... soll erklären, warum die Chaos Emeralds nicht mehr so viel Relevanz haben in letzter Zeit. Und nebenbei noch Elemente von Sonic X mit einknüpfen. Aber das leider Gottes hat dazu resultiert, dass es wirklich eher wie eine schlechte Sonic X Fanfiction wirkt, weil ich sag's mal so, die Story ist wirklich nicht gut. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber, ja, wie schlecht werdet ihr denn im Laufe des Let's Plays natürlich auch erfahren. Ich meine auch generell hier, die Dialoge in der Cutscene, die sind zwar ziemlich gut animiert, denn Alex Bolt ist nämlich auch, ist eher ein Animations-YouTuber, weil der ist gut in 3D-Animationen zu erzeugen. Das kann er nämlich an sich gut. Und deswegen sind auch die Cutscenes recht gut animiert für Fangame-Verhältnisse. Nur das Voice Acting, ja. Sie haben da nämlich russische Voice Actor eingeführt, die... Oh, shit. Ich versuch das nochmal hier. Sie haben da nämlich russische Voice Actor eingeführt, also eingestellt und... Ach, shit, ich komme da einfach nicht hoch. Ach, was soll's. Und das natürlich merkt man dann deutlich, dass dann entweder die dir und auch das Skript und die ist natürlich auch ziemlich
Und auch beim Skript merkt man dann deutlich, dass dann, ja, die Dialoge teils ein bisschen komisch daherkommen. Wuhu! Also ein bisschen komisch anhören. Vor allem auch im Zug darauf. Wegen der Texte und was auch immer, wegen der Übersetzung in Englisch. Weil zum Beispiel Professor Eggman, erstens, er hat nur einen Doktortitel, keinen Professortitel. Und zweitens dann noch in Bezug auf Captured the Chaos Emeralds again. Capture? Wie kann man bitte schön Chaos Emeralds fangen? Das heißt eigentlich, Chaos Emeralds gestohlen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hier triggern. Ja, an der Rang ist auch klar, ich habe wirklich ziemlich lang gebraucht. Ich glaube, nach der Cutscene werde ich dann noch mehr aussagen. Strange energy beam coming from your arm. Oh, this? It's from Chip's wristband. We got pretty lucky with the tree breaking her fall. You can come down now, Sonic. I'm trying. Trust me, I would rather have my feet planted. That was pretty rough. Huh? Some of the badniks are still left in that wellspring. How did we miss them earlier? Tails, check and see how the Chow are doing in the gardens. They might be in trouble. Got it, Sonic. See you near the tower. All right, buddy. So, wir starten durch mit der nächsten Stage, Chow Paradise. Aber ja, was ich noch sagen wollte, wegen der Cutscenes sind zwar schön animiert, aber alleine schon, weil es mit russischen Voice-Actern eingestellt worden sind, die auch teilweise nicht so gut Voice-Acten, da kommt es leider Gottes, merkt man schon teilweise nicht nur in den Dialogen, wo wirklich die Übersetzung ein bisschen wack ist, sondern auch teilweise im Akzent oder weil es nicht so gut klingt, dass es, ja,
Also, dass es teilweise nicht so gut klingen, also dass die das Voice Acting wirklich teilweise nicht wirklich gut klingen kann. Ah, shit. So, jetzt aber. Ach, was ich auch noch vergessen habe zu sagen über diese Variante von Sonic Omens. Dieses schaltet nämlich auch Super Sonic für die Level frei, ja. Und für Shadow eine weitere exzessive Fertigkeit. Allerdings, ich glaube jetzt hier im Hauptspiel kann ich sie gerade nicht verwenden. Wahrscheinlich, weil ich ein neues Spiel begonnen habe. Aber wenn ich die Level erstmal auswähle, dann kann ich hier mit, Super Sonic auch, konnte ich immer mit Super Sonic spielen, als ich das ausgetestet habe. Sweet! Finish things up there and rendezvous at Egghead's lair. Feeling good. So, jetzt mal schnell raus da. Uff. Das war knapp. Ich wollte halt nur mal nach roten Sternringen umgucken, weil bislang habe ich in der Stage nicht einen einzigen roten Sternring bekommen. 100% machen wir natürlich in den Spielen nicht, das ist ganz klar. Also, ich schätze mal, diese Textlogs werde ich dann screenshotten aus einem anderen Video und dann mit euch vorlesen. Oder generell ein mehr oder weniger eine Reaction über ein anderes Video machen. Upp. Okay, das war jetzt unsinnig. Muss auch sagen, ich bin auch nicht gerade jetzt der... Oberskiller hier, also ich könnte auch besser spielen. Sorry, Amy. Going through a tunnel. This area is a dead zone. I can't hit you. We'll call you back later. Ja. Typisch. Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht ein roter Ring versteckt ist. Gut, aber jetzt muss ich nur überlegen, ob ich noch vergessen habe, was zu sagen über die Cutscenes. Ja. Okay, vielleicht hier im Wasser. Nee. Schaut nicht so aus. Ja, aber die Homing Attack funktioniert auch leider nur so wie in Sonic Forces. Und nicht wie in Generations zum Beispiel. Und man kann auch übers Wasser laufen ohne Boost. Da fragt man sich dann, wozu es dann, diese Boost-Kapseln gibt, wenn man auch ohne Booster durchlaufen kann. Ist natürlich mehr als sinnfrei gemacht. Oh, da ist ein roter Ring. Wie komme ich denn da hoch? Ah, ja. Ich glaube, ich hab's begriffen hier. Ja, an den Gegner rankomme. Hä? Und wo wäre dann noch eine Möglichkeit gewesen, hier hochzugelangen? Das begreife ich jetzt wiederum gar nicht. Ja, man merkt es, man kann auch hier übers Wasser laufen. Ohne den Boost. Okay, das lässt mit der Zeit ein bisschen nach, wenn man, ein bisschen zu viel lenkt hier. So, jetzt sind wir am Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, muss ich halt noch überlegen, ob ich auch irgendwas vergessen habe auszusagen. Bevor wir hier nämlich die Stage beenden und dann auch den Part, weil ich wollte noch Child Paradise hinzufügen, weil wir durch die langen Trivia wollte ich jetzt nicht exklusiv das nur auf den ersten Tutorial Stage belassen. Ich denke mal, ich habe alles ausgesagt und auch über das Voice Acting kommt teilweise wack rüber und auch, ja, aber auch generell die Story eher wie eine schlechte Sonic X Fanfiction und auch teilweise die Übersetzungen sind eher
Naja, aber gut. Jetzt wird's Zeit, dass wir hier den Level beenden. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter hier mit dem Ende vom ersten Kapitel. Und ja, wenn mir geht, wenn es gefallen wurde, ist bestimmt einen Daumen nach oben. Kommentar nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mal dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein, euer Crush geht hinein. Bis zum nächsten Mal, Let's Play Sonic Omens. Also, Wiedersehen, tschüss, Leutchen!